Amon. Amon ist ein ägyptischer Gott. Amon heißt wörtlich der Verborgene. Amon ist der Stadtgott von Theben. Amon ist ein Luft- und Lichtgott. Amon bringt den Lebenshauch. Amon wurde später auch als Amon-Re oder Amun-Re verehrt, also als der Sonnengott, als der König der Götter. Amon ist also der Windgott, der Fruchtbarkeitsgott der altägyptischen Religion. Amon wird dargestellt mit langem Hut. Amon ist seit dem Alten Reich belegt. Er wurde in der 11. Dynastie insbesondere verehrt in Theben und so gab es eine große Verehrung von Amon immer wieder. Amon wird manchmal auch mit Widderkopf dargestellt, also auch wenn man eine Gottheit in Ägypten, eine Gottheit mit Widderkopf sieht, kann damit Amon gemeint sein. Amon wird an verschiedenen Stellen in Heiligtümern in Ägypten immer wieder dargestellt. Amon ist also ein wichtiger Gott, der nicht nur in Ägypten wichtig war, sondern die Griechen haben Amon identifiziert mit Zeus, die Römer später mit Jupiter. Man könnte sagen, Amon hat einige Gemeinsamkeiten mit Indra, zum Teil mit Indra und mit Surya, dem Sonnengott. Alexander der Große wurde nach seiner Reise zum Amun-Orakel in der Oase Siva zum Teil mit Amun identifiziert und dann auch mit Widderhörnern dargestellt. In der griechischen Mythologie war Amon mit dem Namen Amun auch ein sagenhafter König von Libyen. Und Amon, auch in seiner Variante als Amun, war eine Gottheit, die in Nubien besonders verehrt wurde. Und dort wurde er insbesondere als widdergestaltige Sonnengottheit dargestellt.